Ah, Marius. Endlich finde ich euch. Tyrael. Ja. Ja, nun. Nun erkenne ich euch. Ihr. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, oh bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war. War der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb. Von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Mantra geboren worden?
ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Und damit herzlich willkommen bei meinem Diablo 2 Resurrected Spiel. Ich freue mich unendlich dolle, dass das Spiel nicht draußen ist. Mein erstes Spiel, was ich jemals als Story-Spiel gespielt habe, damals als Kind. Und ich nehme den Paladin, weil ich ihn früher genommen habe. Deswegen wähle ich ihn jetzt einfach auf. So. Ja, Standard. Erweiterung. Genau. Charaktername. Nehmen wir mal ganz einfach. Und wenig einfallsreich, so wie ich halt bin. Chris. Und weiter. So. Guten Tag. Und das ist halt. Ja, schon sind wir drin im Spiel. Einstieg war wirklich gut. Seid gegrüßt, edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager die Anführerin zu sein. Vielleicht weiß sie mehr. Dankeschön. Und das ist halt genauso, wie es früher war. Natürlich, Bewegung ist ein bisschen flüssiger, die Grafik sieht besser aus, aber es ist halt, oben rechts ist die Karte, hier haben wir ein Schwert. Das ist wirklich gut. Hier haben wir ein Schild, hier haben wir Tränke, schwache Heiltrank. Und wir haben halt immer so Papierrollen. Und damit kann man Dinge verbessern. Und das hilft. Natürlich auch Einlässe. Wahrscheinlich hier ein Stadtportal brauchen wir, um in die Stadt zu kommen. Es ist halt so schön, dieses Spiel zu sehen. Und hier einfach. Es ist nicht wirklich Open World, aber es ist gefühlt Open World. Weil man halt immer von den einzelnen Orten auch hin und her reisen kann. Und es ist so schön, die Bewegung. Nicht in der Stadt. Okay. Darf nicht in der Stadt kämpfen. Sollten wir zur Akara, ne? Und wie gesagt, es ist halt mein Spiel, was ich in der Kindheit gespielt habe. Ich bin sicher nicht der beste Spieler hier, deswegen werde ich definitiv auch ein bisschen was verlieren. Aber hier sind selbst Hühner, die sich bewegen. Das ist so schön und so angenehm und oh, ich habe das Spiel früher geliebt und ich liebe es jetzt. Wir gucken mal, was die Stephanie sagt. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. Natürlich, ich bin doch ein ehrenvoller Paladin.
In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Danke. Über euch auch. Und so, hier kann man dann auch handeln. Ich denke mal, ich habe aber noch kein Gold. Genau, ich habe 0 Gold. Und hier kann man dann halt entsprechend Mana-Trank. Wir haben einen Schlüssel. Schriftrolle der Identifikation. Stadtportal haben wir ja schon. Auftau-Elixier. Gengift. Und hier haben wir dann Bücher. Folians Portal. Also, wir kamen jetzt kein Geld, deswegen können wir noch nichts machen. Aber selbst eine Kuh ist hier. Oh, die Mauern sind hier nicht so sicher, finde ich. Aber gut. Ja. Bist du nicht eine Jägerin? Oh, ich kann durch die Stich gehen. Naja, wieso? Durch die wird bestimmt auch. Das sind dann die Verbliebenen, die sie noch haben. Haben wir noch andere Menschen? Wir haben hier noch Geed. Geed. Kann ich mit dir sprechen? Guten Tag auch. Ich bin Geed und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie. Doch. Okay, Geed. Ich habe gerade kein Geld, deswegen wirst du mir sehr wahrscheinlich nichts anbieten. Wir gehen mal zu Charzy, mal gucken, was Charzy so zu sagen hat. Oh, Charzy ist Schmied. Hallo, ich bin Charzy, die Schmiedin des Lagers. Es ist gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Okay. Wir haben viel zu tun. Wir haben aber auch kein Geld für dich. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach mal los. Kashia, willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, was uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines. Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Okay, ein bisschen misstrauisch also. Gut. Ansonsten haben wir hier irgendwo Optionen. Wir können auch mal angucken. Ich glaube, man kann hier irgendwie... Irgendwo kann man machen, dass man hier wieder die alte Ansicht hat. Werden wir irgendwann finden. Okay. Wir haben einen Fertigkeitsbaum. Da müssen wir dann ein paar Dinge, sobald wir Fähigkeiten haben. Aber das werden wir dann machen. Ansonsten können wir speichern. Speichern können wir jederzeit. Das ist unser Charakter, Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität, Energie und so weiter. Und man kann sehr, 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 sehr viel machen. Und wir haben dann noch Questlog, wo wir hier sehen, Höhle des Bösen, finde die Höhle in der Wildnis außerhalb des Schlageswesen. Das schaffen wir doch. Dann gehen wir da mal hin und suchen danach und hoffen, dass wir das Richtige finden. Ich bin sehr gespannt.
Mit einem kleinen Schwertchen. Okay, hier kann ich auch kämpfen, das ist schon mal gut. Ah, ich muss alles erkunden. Okay, das ist auch nicht schlecht. Hier ist eine Mauer, hier kommen wir nicht weiter. So viel zu Open World dann, ne? Okay, hier unten ist noch eine Mauer. Oh, und wir sind auf jeden Fall die ersten Gegner. Okay, die ersten Gegner sind ganz leicht eigentlich. Ein Schlag, One-Hit. Und schon geht's los. Und es ist halt echt noch wie früher das Kämpfen, ne? Es ist halt sehr manuell. Und anscheinend werden wir geleitet, wo wir hingehen müssen. Starrate, komm her. Oh, für Gold, danke. Aber wir folgen einfach dem Weg. Hier scheinen auch die Gegner zu sein. Oh, die schießen. Das ist hier Angriff. Oh, erstmal Gefallener. Oh. Gefallener, komm her. Die war doch da. Da ist die Starrate. Und es macht wirklich Spaß. Es ist halt wie früher. Es fühlt sich wie früher an. Es macht Spaß. Und wir finden vielleicht den Eingang. Und da bin ich sehr gespannt. Wenn es der Weg zum Eingang ist, hier passiert gerade gar nicht so viel. Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Oh, hier ist noch jemand. Hier sind neue Gegner auf jeden Fall. Zombies, es gibt Zombies. Oh, mein erster Schaden, der Zombie. Ein Gold. Ein Gold. Was soll ich mit einem Gold anfangen? Zombie? Sehr gut. Flavi oder Flavi oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Oh, ich habe mal nicht getroffen. Sind hier noch Gegner? Ein Zombie ist hier noch. Oh, Level aufgestiegen. Hi. Ihr seid echt nicht so mutig, ne? So, ein Level schon aufgestiegen. Hier ist ein Tour. Vielleicht der Mana-Bank, danke. Kehrt um. Ich sehe, dass ihr mehr Erfahrung braucht, um in der nächsten Wildnis gut zu kämpfen. Okay. Halt! Ihr solltet Akaras Aufgabe beenden, ehe ihr weitergeht. Sucht näher beim Lager in der Wildnis. Okay, also anderer Weg. Oder hier. Hier ist ein Haus. Wenn wir da reingehen, dann können wir. Aber vernünftige Grafik, würde ich sagen. Hier ist die Truhe. Und da ist nichts drin. Noch eine Stachelrate. Wie viele Gegner sind hier denn? Das hat irgendwas gefallen. Also, ein untoter Zombie. Dann gucken wir mal weiter. Okay. Beim Levelaufstieg wird man auch geheilt, das hilft.
Und es fliegt auch echt gut. Oh, Gold. Noch ist echt ein bisschen unvorsichtiger geworden beim Kämpfen. Weil es ist halt wirklich anscheinend keine Problematik mehr. Es macht trotzdem immer noch Spaß. Auch wenn hier die Schwierigkeit noch nicht gegeben ist. Aber ich bin froh, dass keine Geschwindigkeit da ist. Ich mag es nicht so gern schwierig. Oh, ein Wurfspieß. Nein, Wurfspieß. Sachen, die ich verkaufen kann. Immer gut. Das ist halt hier bei dem Spiel auch sehr wichtig, dass man Sachen hat zum Verkaufen. Da ist noch ein Zombie, auch zwei Zombies. Ich weiß noch nicht, ob die respawnen, die Gegner. Aber hier sieht es doch schon mal doch zwei theoretisch. Da ist irgendwas. Schrein der Mana-Erneuerung. Ah, kann ich Mana neu. So. Die Truhen sind echt hier nicht erfolgreich. Hier ist wieder ein Haus, wo wir rein können. Erstmal den Stachelratte töten. Dann gucken wir mal hier rein. Hier ist eine große Truhe. Da kriegen wir Rüstung. Okay. KI ist wohl nicht die beste. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Okay. Entschuldigung. So. Renn doch nicht immer weg hier, kleiner Mann. Okay, nochmal ein Level aufgestiegen. Das läuft doch schon mal ganz gut hier. Du rennst weg. So. Hier sind noch mehr Zombies. Ich kann schon viele Zombies. Und ich hätte also den Weg auch einfach weitergehen können. Nicht getroffen. So, dann gehen wir den Weg weiter. Ich gehe davon aus, dass der wieder zu einem Ausgang führt, wo wir noch nicht hin können. Aber kämpfen bringt Erfahrung. Und das macht ja am Anfang echt noch Spaß. Ups, ich bekomme 2 Gold. Yeah, ich bin reich. Das ist halt gut, dass halt diese Zufallstreffer auf Schild, das ist schon gut. Hier ist die Höhle des Bösen. Okay. Dann weiß ich jetzt, wo das ist. Ich werde die Sachen zurückbringen, ein bisschen verkaufen und dann gehen wir zur Höhle und kämpfen da ein bisschen. Das wäre mein Plan. Also eigentlich fast nur geradeaus. Geradeaus und links ein bisschen. Wie gesagt, ich verkaufe jetzt die Sachen, kriege ein bisschen Gold, gucke, ob ich vielleicht irgendwas anderes kaufen kann, damit ich bessere Waffen habe, wenn ich dann in die Höhle gehe. Ja. Hallo. Hab den Eingang gefunden. Ich gehe da bald hin. Ich würde nur mal gucken, ob die Spielin vielleicht ein bisschen was hat. Für mich. Hallo, Chazi. Können wir handeln? Pfeile? Ich weiß es nicht. Ich kriege auf jeden Fall keine Pfeile. Achso. 3 bis 6 und mein Schwert hat 2 bis 7. Also auch weg damit. Haben wir hier gute Schwerter? 2 bis 7.
4 bis 7, nur Assassine, okay. 2 bis 7. Einhandschaden 5 bis 10. Kosten 380. Ui. Hm. Kosten 210, 5 bis 8. Das ist doch. Ja, das kaufen wir. Und verkaufen dann gleich unser Schwert. Und haben eine neue Waffe. Sehr, sehr gut. Können wir das verkaufen? Okay, können wir auch verkaufen. Wunderbar. Dann haben wir doch erstmal ein paar Sachen verkauft. Das Schild hat noch Haltbarkeit 11 von 12. Sollte reichen. Obwohl, wir können vielleicht reparieren. Wie können wir hier reparieren? L3. Ja, für ein Gold reparieren wir das. Und dann haben wir hier schon mal ein paar Sachen. Dann würde ich noch sagen, wir gucken unseren Fertigkeitsbaum an, was wir entwickeln können. Oh. Zwei Fertigkeitspunkte. Okay. Ich würde erstmal sagen, Kampf. Was ist das? Hatte ich ehrlich gesagt noch nicht erlernt. Okay, erhöht Trefferchance und Schaden. Kostet aber Leben. 8 Schaden an sich selbst? Nee. Was ist hier? Ihr habt die Fertigkeit noch nicht erlernt. Hälfte von euch und eurer Gruppe. Ja, möchte ich gerne. Gut. Was ist das? Ist rot. Erste Stufe, Radius 4 Meter, okay, heiliges Feuer. Erhöht Angriffswert von euch. Benötigt Stufe 12. Okay, können wir noch nicht machen. Also können wir nur das machen. Gebet. Regeneriert langsam das Leben von euch und eurer Gruppe. Das ist gut. Widerstand gegen Feuer. Erstmal Regeneration. Finde ich ganz gut. So, und dann haben wir hier noch 10 Wertepunkte, würde ich erstmal Reihen 5 auf Stärke geben und 5 auf Vitalität. Das ist erstmal am wichtigsten aus meiner Sicht. Das heißt mehr Schaden und mehr Leben. Und ich würde sagen, damit beenden wir die erste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao, ciao.